Hallo und herzlich willkommen hier bei Ecto Wolle. Das neue Serverprojekt startet am Samstag. Ich werde natürlich am Samstag dann auch streamen. Das bedeutet, es wird am Samstag keinen GGE-Stream geben. Der GGE-Stream wird es dann halt einfach Freitag geben. Ich weiß nicht genau, wann der Server startet. Ich glaube, aber um 16.45 Uhr soll der irgendwie starten. Also, beziehungsweise das Serverprojekt dann auch starten. Ihr könnt euch immer noch anmelden. Die Adresse dazu bezüglich die Webseite werde ich natürlich auch noch einblenden. Bezüglich werde natürlich auch noch die Webseite hier natürlich auch noch in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Dann könnt ihr natürlich reinklicken, könnt gucken, könnt sagen, yay, habe ich jetzt mega geil Bock drauf, da halt einfach auch mal reinzugucken und so weiter. Wenn ihr da natürlich Lust drauf habt, mit mir zusammen halt einfach auch zu spielen. Natürlich werde ich da auch Livestreams machen, also von dem Server aus, und ja, dann könnt ihr euch natürlich auch immer noch anmelden, also da kann wirklich halt jeder mitspielen, müsst ihr halt einfach, also ihr solltet euch nur einfach nur anmelden und in der Anmeldung halt auch irgendwas wirklich halt, ja, Ernsthaftes reinschreiben, nicht einfach reinschreiben, ich bin da, um Pommes zu klauen oder sowas oder irgendeine andere Kacke, also wirklich halt ernsthaft reinschreiben, ich habe da und da drauf Bock und ich akzeptiere bezüglich halt auch die Benutzerregeln und der Server ist halt komplett kostenlos. Ihr könnt natürlich, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, dafür spenden. Ich habe bezüglich auch ein bisschen was dafür gespendet. Braucht ihr aber nicht. Also ihr könnt komplett die ganze Zeit über kostenlos das spielen und braucht, also es kommen keine Kosten auf euch zu. Müsst ihr irgendwann sagen, oh scheiße, jetzt kommt der Betreiber an und sagt, ihr wollt doch Kosten haben. Nein, das Teil ist komplett kostenlos. Ihr könnt ja komplett kostenlos halt darauf zocken, wie ihr halt gerade Langeweile habt. Und jetzt sagen, geil, hab jetzt richtig Bock zu, da zocke ich jetzt eine Runde drauf. Und dann könnt ihr das halt einfach machen und so. Und ihr könnt natürlich mit mir da zocken, wenn ihr auf Bock habt. Ich bin halt, wie gesagt, kein guter Survival-Spieler. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so ganz wichtig. Es ist einfach nur wichtig, da wirklich halt seinen Spaß zu haben. Und das ist dann natürlich auch wichtig. Hier übrigens nochmal ganz kurz, hier sieht man noch wieder die Drachenschanze. Bei Nacht, bei Nacht, hui. Hier ist auch die Amazon-Wunschliste. Mal gucken, was da drin ist. Komm, wir legen mal noch was rein hier. Mit Wasser, so. Und dann ist hier auch noch der Rainer auch noch da. Und ja, hier sind gerade ein paar Hater sind ja gerade unterwegs am Grundstück. Ist ja gerade, glaube ich, ein bisschen muffelig. Oh, ist so ein Creeper drauf. Ja, aufpassen. Aber ich bin ja im Kreativmodus. Yay. Die Drachenschanze habe ich übrigens nicht gebaut. Die hat, ich glaube, Nico damals gebaut. Oder Olli, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, Nico hat die gebaut. Was mein Plan auf jeden Fall ist, auf dem Server, ich möchte gerne angeln und die Mods nach Magma nerven. Ich habe sitzen, Magma, ich brauche Magma, Magma. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, den ich da auf jeden Fall machen kann. Und ansonsten einfach mal gucken. Aber ich bin, also ja, bin ja Survival nicht so gut, bezüglich halt auch Minecraft-mäßig nicht so wirklich gut, bezüglich auch vom Bauen und so weiter. Das ist ja alles recht bekannt, aber wenn ihr zum Beispiel mit mir irgendwelche Projekte bauen wollt und so sagt, hey, Hector, ich hätte eigentlich voll Bock, so ein Survival-Projekt auch so mitzumachen und sich auch mit dir halt auch zu bauen, können wir das natürlich gerne machen. Auch im Livestream oder sowas, alles gar kein Problem, aber ich bin halt, wie gesagt, nicht so gut. Und mein Plan ist es halt einfach, also zu sagen, ich habe auch, natürlich auch, glaube ich, hat mich angemeldet, habe ich auch hingeschrieben, ich möchte mir einfach nur ein Haus bauen und bezüglich halt, oder bezüglich einen überdachten See und einfach nur angeln. Mehr möchte ich gar nicht machen. Gerade. Dann einfach mal gucken, was man dann halt noch so hinbauen kann. Es gibt da genügend Möglichkeiten, was du halt noch in Minecraft noch bauen kannst. Und das kann man dann auf jeden Fall auch alles irgendwie hinbauen. Bezüglich halt auch im Projektmäßig gibt es ja auch noch ein paar Sachen. Gibt es zum Beispiel jemand, der hat, ich glaube, der Redstone oder sowas hat davon geredet. Er würde gerne mal mit anderen GGE-Spielern einfach mal eine GGE-Burg zum Beispiel nachbauen. Sowas könnte zum Beispiel auch als Projekt denn da kommen oder auch andere Projekte, die halt einfach auch dann halt in Angriff genommen werden könnten. Zum Beispiel auch gemeinsam. Weil wir farmen einfach alle gemeinsam und nichts. Gucken einfach nur ein bisschen rum so und sagen, yay. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, die wir da definitiv auch machen können. Wie gesagt, ich werde natürlich auch streamen, werde auch davon auch streamen. Anmelden solltet ihr euch da schon. Also ihr kommt da nicht direkt da so ungefähr rein. Könnt euch aber zum Beispiel auch anmelden. Und ich probiere auch meistens zu streamen dann, wenn halt zum Beispiel auch jemand da ist, der halt auch, ja, sich um die Anmeldung kümmert.
damit er dann noch gucken kann, okay, da hat jetzt niemand jetzt wirklich keine Scheiße geschrieben oder sowas. Den können wir jetzt auch im Server rauflassen, damit ihr vielleicht so im Stream dann sogar noch mit auf dem Server mit raufkommen könntet. Weiß aber nicht, ob das wirklich funktioniert oder ob das halt eher dann für den nächsten Stream so ungefähr oder für später. Aber ich denke mal, ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen mehr halt wieder drauf rumgammeln, halt auch auf dem Server dann. Und da dann natürlich auch ein bisschen Minecraft spielen. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall die Webseite hier und unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Hier natürlich auch irgendwo noch einblenden. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auch schon, wenn das Projekt dann irgendwann nochmal losgeht. Dann können wir hier dann nämlich fleißig, also vielleicht auch alle mal wieder gemeinsam eine Runde spielen. Und beziehungsweise, da können so viele Leute rauf, wie sie wollen, müssen sich halt einfach nur da drauf anmelden und sagen, geil, ich habe jetzt richtig Bock, jetzt eine Runde mit dir oder auch mit anderen Leuten halt wieder Minecraft zu spielen mit einer größeren Runde. Das wäre auf jeden Fall wieder witzig. Ey. Wie gesagt, ich werde auch streamen, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wann ich das denn halt also streamen werde. Aber ich werde es auf jeden Fall streamen. So, hier nochmal schön die Burg. Der Wachturm. Ey. Okay, schreibt gerne eure Meinung, wenn ihr wollt, in die Kommentare. Wenn ihr auch Fragen habt oder sowas, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt übrigens zu dem Minecraft, zu dem Minecraft-Server gibt es auch einen Discord. Da könnt ihr euch auch gerne halt melden und könnt sagen, ich möchte da gerne bliblablub mit den Leuten reden, Fragen stellen. Könnt ihr alle gerne machen und sagen, ich möchte Magma haben, Magma! Könnt ihr da auch gerne fragen. Weiß nicht, ob es da bekommt, aber es kann auf jeden Fall sein. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, sagt ihr, der Active Wolle. Tschüss!